Akku des E-Bikes kann entweder im eingebauten Zustand oder nach Entnahme außerhalb des Fahrrads geladen werden. Die Ladebuchse befindet sich auf der rechten Seite des Fahrrads am Gepäckträger. Den Stecker mit der geriffelten Seite nach unten in die Ladebuchse stecken und das Ladegerät an eine Steckdose anschließen. Zum Ausbauen des Akkus den Schlüssel auf der linken Seite des Fahrrads einstecken, im Uhrzeigersinn drehen und den Akku anschließend am Griff nach hinten entnehmen. Die Ladebuchse des ausgebauten Akkus befindet sich auf der Stirnseite. Für einen vollständigen Ladevorgang werden etwa 4 Stunden benötigt. Der Akku lädt ordnungsgemäß, wenn die Balken der Ladeanzeige am Akku blinken. Zum Einbauen den Akku von hinten in den Gepäckträger einführen und nach vorne drücken.